Also herzlich willkommen bei unserem kleinen Fan-Talk quasi für die KFC-Fans, dass wir die ein bisschen auf dem Laufenden halten können. Ja, wie habt ihr die ersten 5 Tage überstanden? Ich ja nur einen Tag. Aber du hast zugeguckt. Ja, ich habe einen Tag mitgemacht und dann fing halt schon, dass meine Wade ziemlich zugemacht hat und jetzt muss ich halt warten, bis die halt wieder frei wird. Okay. Also ist nur mit der Wade oder ist noch was anderes? Nee, es hat nur die Wade, die komplett zu ist und die einfach nicht frei werden will. Willst du aber auch noch was sagen? Ja, wir haben halt sehr viel trainiert in der Zeit, wo er Urlaub gemacht hat in der Türkei. Ja, eigentlich jeden Tag zweimal trainiert, außer gestern. Da hatten wir morgens Fußballtennis gespielt, so ein kleines Turnierchen. Und ein bisschen Kraft gemacht zusammen. Und dann waren wir mit 10 Jungs, haben uns so Roller gemietet, so Elektroroller. Und haben die, ja, haben so ein bisschen hier Lara unsicher gemacht. Wir waren dann noch einen Kaffee trinken und dann sind wir auch zurückgekommen, waren noch in der Sauna und schwimmen. Ja, man hat bei Instagram auch ein paar Videos von euch gesehen, also ihr hattet auf jeden Fall Spaß, glaube ich, ne? Auf jeden Fall, kann man so sagen. Wir zwei hatten nicht so viel Spaß. Wir mussten eher schieben als fahren. Mein Akku war direkt leer nach einer Viertelstunde. Wir mussten nämlich abschleppen. Und bei mir ist mein Sitz abgebrochen und Gas ging einfach nicht mehr. Okay. Aber doch, war sehr lustig. Okay. War gut. Wie sieht es mit der Zimmerverteilung aus? Ihr zwei seid ja, glaube ich, auf einem Zimmer, so wie ich Nein, das mitbekomme. Nein, nicht. Okay. Ich bin mit dem Tanju auf einem Zimmer. Okay. Ich bin mit Shoshi. Okay, das passt ja dann. Wie ist sonst die Zimmerverteilung? Ist das irgendwie geregelt nach Alter oder nach Erfahrung? Wir oder? Selber einteilen. Okay, also diesmal selber. Schön. Was erwartet euch jetzt noch in den nächsten Tagen? Am Freitag ist ein Testspiel, so wie ich gehört habe. Ja. Habt ihr da? Das fragst du mich. Doch, ich weiß es, gegen eine luxemburgische Mannschaft. Okay, in Sida habe ich gehört. Das weiß ich, okay. Dann weißt du mehr als wir. Ja, wir haben heute Nachmittag nochmal Training. Mhm. Wir gehen wieder ein bisschen schwimmen, glaube ich. Aquajoggen. Dann hier im Meer oder im Pool? Nee, drinnen. Okay. Hier gehe ich nur rein, weil das Wasser schön kalt ist, um das Bein halt zu kühlen. Ne? Okay. Ja, wir haben Training und dann abends essen wir wieder zusammen und dann genau, irgendwas zusammen machen. Ne? Okay. Morgen denke ich auch zusammen Training. Bestimmt, ja. Und Freitag dann morgens Training und dann Nachmittag dann spielen, denke ich mal. Dann geht Samstag auch schon wieder zurück. Genau, gibt es irgendwie eine Story, die ihr erzählen könnt? Irgendwas Witziges, was schon passiert ist in den letzten 5 Tagen? Das mit dem Roller war eigentlich das Highlight. Ne? Ja. Also, wenn man dabei gewesen ist, war es schon extrem lustig. Ja, ich habe da auch ein bisschen hochgeladen, glaube ich, auf meinen Insta-Story, wie mein Moped danach aussah. Ja, genau. Also es war schon ziemlich demoliert. Ja, war echt lustig. Ja, was war schon passiert? Also viele Kleinigkeiten sind einfach immer lustig. Ne? Wir lachen eigentlich den ganzen Tag zusammen, haben viel Spaß. Außer halt im Training ist auch mal anstrengend dann. Mhm. Aber selbst da haben wir Spaß. Mhm. Also nicht, ich sag nicht mal so, wer in meiner Nähe ist, der hat eigentlich meistens immer Spaß. Okay, na gut, dann habe ich sonst keine Fragen mehr. Möchtet ihr sonst den Fans vielleicht noch irgendwas mit auf den Weg geben für die restliche Rückrunde? Dass sie vielleicht zahlreich erscheinen sollen? Oder? Das ist natürlich das A und O, dass immer viele vorbeikommen. Wir können von unserer Seite nur sagen, dass wir alles geben werden, dass wir das Ziel schaffen, den Aufstieg. Ja, wir werden viele Endspiele noch, wie viele Spiele haben wir? 19 Stück, glaube ich, oder 18, werden 18 Endspiele. Jeder Sieg ist sehr, sehr wichtig und da braucht natürlich sehr, sehr viel Unterstützung. Jedes Tor, jede Vorlage. Wenn er dann mal wieder auf den Platz kommt. Nein, aber ich glaube, wenn wir alle zusammenhalten, da Fans, Mannschaft, dann kann das schon. Dann läuft das. Dann kann das schon klappen. Mhm. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall gute Besserung. Danke. Hoffentlich kommst du bald wieder auf die Beine. Brauchen dich auf jeden Fall. Doch, das denke ich schon. Auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich für die paar Minuten und dann sehen wir uns gleich beim Training. Ja. Ciao. Ciao.